Herzlich willkommen, liebe Freunde der historischen Kartografie. Im Schloss in Wolfenbüttel sehen Sie mich vor 8 Kartenexponaten, die wir überlegt haben in der Ausstellung Made in Wolfenbüttel als Kunstwerke, als Einzigartigkeiten, dem Publikum etwas näher zu zeigen. Ich werde das in 2 Blöcken tun. Erstmal die mindestens 400 Jahre alten Karten zeigen und auf einige Details eingehen. Sie können die im Übrigen ja hier während der Ausstellung bis ins Frühjahr nächsten Jahres selbst begutachten und in diesem Block hier erläutert bekommen, indem Sie zu jedem Exponat eine Ausführung lesen können. Ich will Ihnen das heute gerafft vorführen. Also, wir haben in Wolfenbüttel fantastische historische Kartenexponate. Die sind wirklich einzigartig, ich übertreibe nicht, ich werde das nachher begründen, wenn ich auf Einzelheiten dieser Karten zu sprechen komme. 8 Stück sehen Sie hinter mir. Die Chronologie etwa so 1574 unter Herzog Julius, unserem Ingenieurherzog, Verwaltungsherzog, Großmeister der Verwaltung, der das erste Kartenwerk in Wolfenbüttel hat anfertigen lassen von seinem Fürstentum. Dann eine Karte, also das ist Verwaltung, reine Verwaltung, wie wir heute Katasteramt und dergleichen kennen. Ich bin übrigens Vermessungsingenieur, war in der Katasterverwaltung tätig, jetzt ehrenamtlich, hobbymäßig mit historischen Karten und Festung und dergleichen in Wolfenbüttel beschäftigt. Dann ein Bild für einen zweiten Anlass, warum Kartografie seinerzeit betrieben wurde oder begonnen wurde. Man brauchte bei Prozessen Beweisstücke. Man wollte beweisen, dass man Recht hat. Das ist wie heute, wie in jedem Prozess. Und dazu ließ man dann meist sogar sehr parteiisch, also für eine Partei, eine bestimmte Situation zeichnen. Hier ist ein Glanzstück, aber auch ein Schurkenstück gelungen, was aber in der Geschichte der Kartografie einen besonderen Platz hat. Hier haben wir es mit der Wolfenbüttler Geschichte nach dem Herzogtum zu tun, wo die Festung das Abbild oder das Außenbild gestaltete von Wolfenbüttel, die fast uneinnehmbare Festung in Wolfenbüttel, die war dann 1800 bis 1840 abgetragen worden und man brauchte einen neuen Impulsgeber in Wolfenbüttel, der die Geschäfte, die Steuern und überhaupt das gemeinsame Leben in Wolfenbüttel wieder in Gang brachte. Und das waren die Gärtner. Und für diese Gärtner ist diese Karte gezeichnet worden, im Auftrage des Herzogs Karl I. damals, wo hier vor den Toren der Stadt diese 3 Gartenbezirke, 1, 2, 3, deutlich hervorgehoben sind und lagemäßig maßstabsgetreu nummeriert, mit einem Buch versehen, sodass man die Korrespondenz zwischen Karte und diesem Buchnachweis jederzeit herstellen konnte. Ein ganz tolles Kartenwerk, 1741 von Herrn Faber, einem Juristen im Übrigen, genial gemacht. Diese Karte ist in die Geschichte eingegangen, weil, das darf ich an der Stelle gleich mal sagen, es war die Zeit des Barocks, als die entstand und da war die Repräsentativ- oder die Sucht oder das Bestreben, barockmäßig schön auszusehen, so ausgeprägt, dass man zum Beispiel die Kartusche, also die Erläuterung, den Titel der Karte, immer rechts unten im Kartenblatt hatte. Das war bei allen barocken Karten so. Hier wunderschön mit zig Informationen, welche Brücke wann wo gebaut ist, welches Stadttor und dergleichen, wo öffentliche Gebäude waren. Aber das war noch wichtiger als der Verlauf der Straße, der Heichdorfschen Straße, die hier nach Süden geht. Wer es nicht glaubt, hier haben wir sie. Wolfenbüttel nach Süden, die Straße geht nach Süden. Hier haben wir die nach Osten abgedrängt. Eine Wahnsinnsverfälschung dieser sonst auf Zehntelmillimeter genauen Karte, also eine irrsinnig interessante Karte, weil dort Genauigkeit, barocke Repräsentativsucht und dergleichen aufeinander treffen. Also das wäre zu dieser Karte zu sagen. Hier haben wir es mit einer Karte zu tun, wo Wolfenbüttel hier oben wie eine Brosche die Festung typischerweise im Okertal dargestellt mit den 3 Stadtteilen Heinrichstadt, Auguststadt, Juliusstadt, unübersehbar, 10 Meter hoch die Mauern damals, uneinnehmbar, wenn der im 30-jährigen Krieg nicht zweimal der Schwedendamm, also mit Hilfe des Okerwassers ist Wolfenbüttel unter Wasser gesetzt worden und zur Aufgabe gezwungen worden. Wenn das nicht passiert wäre, hätte man
Wolfenbüttel als uneinnehmbar beschreiben dürfen. Insofern ist das nicht ganz richtig, weil über das Wasser der Oker es doch gelungen ist, Wolfenbüttel in die Knie zu zwingen im Dreißigjährigen Krieg. Ja, und das ist hier die Festung, ich drehe mich mal so rum, die wir in Rot haben wir das von der Aktionsgemeinschaft Altstadt, Heiner Kertscher und Dieter Haupt haben das seinerzeit gemacht, vor 25 Jahren, in Rot die alte Festung auf einen Katasterplan des Jahres 1995 gesetzt. Synoptisch nennt man das, zwei Karten, Zeitepochen gemeinsam dargestellt, hat den ganz großen Vorteil, hier das Schloss zur Orientierung, die Lange Herzogstraße, hier das Herzogtor, hier der Philipsberg, wo heute die Justizvollzugsanstalt ist, hier das Kaffeehaus, hier der Berg, wo wir die Kasematten im Lindenberg unter der Seligervilla haben und so weiter. In Rot die Festung, 10 Meter hohe Wälle und Mauern und davor in Blau die Festungsgräben vor diesen Befestigungsanlagen. Also Wolfenbüttel, klassisch befestigt, von den besten Baumeistern der damaligen Zeit durch die Herzöge in Auftrag gegeben worden und war deshalb auch fast uneinnehmbar. Diese historischen Blicke sollen meinen ersten Teil gestalten. Dann werde ich auf einen Stadtplan gucken und auf eine Karte von 1900 etwa, die Karte von dem Professor Koppe, ein Prachtstück als Kartografie und ein Glücksfall, weil das, wie so ja, im Leben ab und zu passiert, Kartenteile zusammengefunden haben, die ganz an verschiedenen Stellen lagen. Und das ist in diesem Jahr gelungen. Und deshalb sind wir ganz stolz, dass sie auch wieder gedruckt vorliegt. Insofern können Sie, liebe Zuhörer und Zuschauer, selbst viele von diesen Karten selbst erwerben. Die sind im Buchhandel oder über unser Museum oder in der Aktionsgemeinschaft Altstadt Wolfenbüttel jederzeit zu bekommen. Diesen Plan lasse ich mal etwas aus, komplizierter, aber umso schöner natürlich. Hier haben wir einen Blick in die Geschichte der Landwirtschaft und der ländlichen Struktur, wie die Bauern seinerzeit die Dreifelderwirtschaft betrieben haben. Brachland, Sommerfeld, Winterfeld ist zu lesen und entsprechend genau die Parzellen eines jeden Bauern. Es wurde damals die Separation betrieben, also eine Verkopplung, eine Verbesserung des Wege- und Gewässersystems und der Zuschnitte der einzelnen Grundstücke, damit die Bauern entsprechend wirtschaftlicher arbeiten konnten. Also das war die Reform und dazu brauchte man solche Karten. Hier sind Details zu sehen, die es sich lohnen würde anzusehen, wenn die Kamera groß sieht oder Sie mal in das Museum kommen, wo Sie das natürlich auch entsprechend hier nachlesen und nachblättern können. Ich möchte diesen ersten Abschnitt bei dieser Gelegenheit hier beenden und mich gleich wieder melden mit dem Stadtplan von dem Herrn Koppe und dem Stadtplan von dem Herrn Gier aus dem Jahre 18. 19. Jahrhundert, der Wechsel. Danke.